Ich habe mich schon immer gefragt, ob auf einem Playbutton ein Emoji sein kann. Da ich schon einen Playbutton hier habe, aber da noch kein Emoji drauf ist, würde ich sagen, wir testen's. Da wir sowieso gerade die 100.000 Abonnenten erreicht haben und wir einen Playbutton sowieso bekommen, würde ich sagen, wir testen's. Und ich frage euch, was für ein Emoji auf diesen Playbutton kommen soll. Ich habe euch abstimmen lassen, welcher Emoji auf diesen Playbutton kommen soll. In meiner Instagram-Story habt ihr abgestimmt und es soll ein rotes Herz werden. Dann würde ich sagen, wir bestellen direkt den Playbutton. Ich bin schon auf der Website, der hat den Code von YouTube zugeschickt bekommen und jetzt machen wir den Emoji drauf. Ich hoffe, es funktioniert. Das sehen wir dann auch in 2-3 Wochen, da dann erst der Playbutton ankommt. Aber jetzt bestellen wir ihn erstmal. Let's go. Ich kann maximal 50 Zeichen eingeben. Und jetzt mache ich mal meinen Channel Name drauf. Dann fügen wir auch direkt den Emoji hier ein. Und auf dem Playbutton sieht man schon, dass der Emoji unten angezeigt wird. Dann würde ich sagen, wir bestellen den Emoji und dann sehen wir uns später, ob er ankommt. Wir haben heute den YouTube-Playbutton zugeschickt bekommen und wir packen ihn auch direkt aus und gucken, ob der Emoji drauf ist. Das Paket ist extrem kaputt schon. Keine Ahnung, was der Postbote da gemacht hat, aber egal, wir packen ihn jetzt aus. Let's go! Okay, ich bin wirklich ziemlich gespannt. Der Playbutton hat Rick Long gemacht. Das ist ein gutes Zeichen, habe ich nur mitbekommen von anderen. Ah, ich muss auch hier unten aufmachen. Okay. Okay. Dann gucken wir. Ich habe hier schon mal einen Playbutton bekommen, also ich weiß eigentlich schon ungefähr, was alles drin ist. Einmal gibt es dieses Zertifikat hier. Das ist halt... Oha, das haben sie abgeändert. Okay. Starkes Ding. Das sieht jetzt so aus. Genau, ich habe das alte noch. Das sieht ein bisschen anders aus. Okay, ja. Dann würde ich sagen, wir kommen jetzt echt zum Herzstück, dem Playbutton, und gucken, ob da wirklich ein Emoji drauf ist. Ich bin unglaublich gespannt. Okay. Nein! Okay, das hier die Karte. Okay. Es ist halt wirklich ein Herz drauf. Der Playbutton ist da mit einem Emoji. Das ist unglaublich crazy. Ich berühre ihn aber jetzt lieber nicht. Ich habe das bei anderen Leuten gesehen, die haben den berührt und das ist einfach komplett zersprungen. Okay, ich berühre ihn doch. Also Leute, es funktioniert wirklich. Ein Playbutton mit einem Emoji. Holy Jesus! What is that? Der Playbutton ist einfach verkratzt in diesem Glas, Leute. Einfach ist ein Kratzer drin und hier auch. Da muss man so im richtigen Winkel anschauen und sieht man auch die Kratzer. Egal, der Emoji ist drauf, das ist das Wichtigste. Wenn ich weitere solche Projekte machen soll, wie zum Beispiel nur Emojis auf Playbuttons oder der kürzeste Name oder der längste Name, dann lasst auf jeden Fall ein Follow da. Und dann würde ich sagen, das war's. Und dann, ciao.